Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem Video. Wie kommen wir von den AEDLs jetzt zu SIS und was genau ist der Unterschied? Also vom sechsphasenmodell zum Vier-Phasen-Pflegeprozess. Wir schauen uns hier mal an, wie der sechsphasige Pflegeprozess damals aussah. Erstens, die Informationssammlung. Zweitens. Ressourcen und Probleme. Drittens. Festlegung von Zielen. Viertens. Maßnahmenplanung. Fünftens. Durchführung. Sechstens. Evaluation. Wenn die Ziele nicht erreicht wurden, mussten wir das Ganze bei den Ressourcen und Problemen wieder von vorne starten. Die SIS, also das strukturierte Informationsmodell, wurde eingeführt, damit die Bürokratie etwas weniger wird und daraus entstanden dann nur noch folgend diese vier Phasen. Die Informationssammlung mit der SIS. Im obersten Abschnitt, was bewegt sie, schreiben Sie den O-Ton Ihres Bewohners oder des Patienten hinein und... Dann geht es weiter mit den speziellen Themenfeldern für die Pflege. Die Schwierigkeit liegt sicher darin, dass diese Felder nunmehr frei formuliert und ausgefüllt werden müssen, also frei Hand, und das nach ihrer persönlichen pflegefachlichen Einschätzung. Wenn ein Risiko erkannt wird, wird dieses gerne hier schon direkt hineinvermerkt. Dann kommen wir zweitens zur Maßnahmenplanung nach der Risikomatrix. Wenn in den Themenfeldern erkannt wird, dass ein Risiko vorliegen könnte, wird dieses Risiko unten in der Matrix angekreuzt. Und dann, Achtung, muss unbedingt eine weitere Einschätzung erfolgen. Dabei können Sie natürlich gerne wieder Ihre alte Skala oder auch Ihr Team zu Hilfe nehmen. Eine weitere Schwierigkeit liegt hierbei sicherlich in zum Beispiel einem kompensierten Risiko. Dazu später mehr. Nach der Risikoerkennung wird dann die Tagesstruktur mit den Pflegestandards und eventuell auch Prophylaxen geplant. Das führt uns dann zu dem Berichtblatt mit dem Fokus und zwar nur noch auf die Abweichungen. Wenn Sie den Tagesablauf festgeplant haben und die Routine der Bewohner oder Patienten festgestellt haben, also quasi eine Bedienungsanleitung für den Bewohner oder Patienten haben für alle Pflegekräfte, brauchen Sie nur noch Abweichungen von dem Plan in den Bericht zu schreiben. Das führte uns dann zu den Anlässen unter Evaluation. Die Evaluation ist meistens anlassbezogen oder mindestens zwei bis dreimal im Jahr notwendig. Anlassbezogen muss eine Evaluation stattfinden, und zwar, wenn sich eine Veränderung ergibt, zum Beispiel ein Bewohner nach einer Operation immobil ist und nunmehr ein Dicobitus-Risiko entwickelt hat. Das bedeutet, Sie füllen die SIS von vorne wieder aus. Das heißt aber jetzt nicht, dass Sie einfach nur die erste hernehmen und mit dem Datum ergänzen, wie zum Beispiel in der vorherigen Pflegeplanung, sondern sie fangen wieder ganz neu mit der SIS an. Wenn sich keine Veränderungen ergeben, dann können Sie sich zum Beispiel alle vier Monate zur Evaluation der SIS und der Maßnahmen einfach einen Eintrag in Ihrem Kalender fest vermerken. So, und nun sind wir also von den sechs Schritten nur noch bei den vier Schritten mit der SIS angekommen. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie genau wir eine komplette SIS ausfüllen und was die drei häufigsten Fehler sind, wie ich oben schon genannt hatte und ich bin sehr sicher, dass der MDK Ihre Fehler finden wird, dann bleiben Sie ganz gespannt auf das nächste Video und lernen Sie hier alles rund um die SIS. Dazu habe ich Ihnen den Link bzw. einen Link unter dieses Video gepackt. Wenn Sie mehr lernen wollen und mehr erfahren wollen, wie Sie das im Alltag umsetzen können, klicken Sie auf den Link, aber vergessen Sie vorher auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren. Das war mein Video von den AEDLs zu SIS und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen und für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Video.